Yo, was geht ab, Leute? Willkommen beim neuen Review mit die zwei Polaris Part 18 und der letzte Part. Ja, letzte Part angekommen. Ich habe jetzt noch ein bisschen was aufgenommen. Ich habe mich eben nochmal Polaris eingeloggt. Ich glaube, ich war 2-3 Tage nicht online oder 4 Tage. Halt davor mal kurz. Habe noch die Quests gemacht. Die 7500 habe ich jetzt erreicht. Ich hätte die 500 noch machen können, aber habe ich keine Lust, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Da auch der Markt komplett tot ist und ja, keine Ahnung, wäre halt ein bisschen, was ich noch mitnehmen könnte, hier die Tigermünzen und so, aber komm. Ich bin die ganze Zeit Tigers unterwegs, macht mir gerade richtig Spaß auf Tigers. Bin die ganze Zeit am Farmjunge machen. Ein anderer hatte schon gesehen und ich habe schon ganz viel aufgenommen auf Tigers, deswegen jetzt der letzte Part hier. Habt ihr noch gesehen, in den letzten Clips, hab doch noch ein bisschen was gemacht, hab noch ein bisschen was aufgenommen. Hab noch einen DT-Run zusammen gemacht, hab noch Mob-Brussi für Marco versucht herzustellen, hat nicht geklappt. Dann haben wir noch ich hatte glaube ich noch 2 magische Steine, einen habe ich verkauft. Einen haben wir probiert, um sehen, Gürtel hat leider nicht geklappt, wäre natürlich geil gewesen, hätten wir noch ein paar Pots reinmachen können, habe ich eben vergessen, gleich kommen nämlich noch Live-Parts, also das Ende ist auf jeden Fall Live-Parts, weil ist eben noch was passiert, weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, Armand geswitcht einmal, von Nadinho meinte, hol mal Switcher, 15 Win, 10 Teufel, 2 TP-Absorb, da hatten wir noch 3 Stück übrig, habe ich für Won 60 HTA mit 5 Bonis gekauft, weil Young Boss eh nicht mehr. Und ja, dann haben wir nochmal geswitcht und dann kam beim letzten Switcher 2 KTP, 10 Teufel, 10 Blitz, 5 TP Absorb, mega nice. Und ja, jetzt kommen wir zum Live-Bot. Shit, we have a problem. Ich habe gerade mal eingeloggt nach ein paar Tagen, weil ich die ganze Zeit am Tag was zum Zocken bin und ja. Scheiße, wir haben 15 gewonnen. Ich hätte die Armbande rausholen sollen. Das mit 1,5 TP. 15 Blitz, 5 dB, 10 dB, so, aber ist weggegangen. Jetzt haben wir 15, 16 Won hier. Ja, also können wir da nochmal was machen. Gucken wir mal, was wir machen. So, ich bin jetzt mal auf meinen Krieger, weil ich hier ein Glas habe. Ich habe mal geschaut. Also es gibt jetzt nur noch, es gibt nichts mehr auf dem Markt. Fast nichts mehr. Ich kann es euch mal zeigen. Waffen. Ich hatte überlegt, vielleicht Waffe irgendwas jetzt mitzunehmen für einen Xura, aber. Ja, schaut selber. Es gibt nur 6 Seiten. 35 DSS, ja. Dann gibt es nur VMS, nur mit 22 FKS könnte man mitnehmen, aber. Ja, jetzt haben wir 16 Wunden, ich weiß nicht, was. Ich hole jetzt aber die Ehrgutscheine. Ich habe jetzt mal durchgeschaut, für den Rest kaufe ich dann irgendein teuer, überteuerte Sachen ein. Weil der Preis eigentlich fast gleich ist, aber dann laden wir die Ehrgutscheine einfach bei meinem Ninja auf. Davon drehen wir dann einfach am Rad, just for fun. Die 4-5 Wunden kaufen wir natürlich nicht. So, jetzt haben wir noch 5 Wunden, hier haben wir noch 80 KK, 6 Wunden, ja, 6, fast 7 Wunden noch. Guck mal kurz durch. Ich habe auch mal nach Alchi geschaut, aber pff, bin 23 gar kein. Ja, ich muss los. Eieieiei. Jawohl, 10 Won. Flamme 1 Won. Ja, ich muss jetzt mal durchschauen. Schau mal durch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, gehen wir jetzt mal durch. Ich kaufe jetzt einfach irgendwas hier. Zum Beispiel 2 KTP 5 ummacht. Bambus auch schon plus 6. Ich meine, kann man mitnehmen. 5 Won. Brauchen das Young hier eh nicht mehr. Lederstiefel. 1,5 TP, 15 Pfeil ausweichen. Holzverzierte Schuhe. Komm, was soll der Geiz? Einfach mitnehmen. Kaufen wir einfach hier alles leer. Hier von 2K TP 2 macht Bombshot plus 9. Zu teuer. Lohnt sich dann doch nicht. Gehen wir nochmal bei Ketten. Ihr seht halt, gibt's was fast wirklich nichts mehr auf dem Markt. So. Falzkette 1,5 TP. Das 5. 51. Gibt's nichts Gutes mehr. Aber was wir noch kaufen, ist Drachenraum Eintritt. In der Hoffnung, hier gibt's auch einmal für Dings. 3,15. Sollen wir das kaufen? Komm, wir kaufen einfach das, Alter. Was soll der Geiz? Eben im Land vorbereitet, was soll das? Macht er bestimmt extra, dass die Lappe ist. Mann, um eh da. Kaufen wir Drachenraum Eintritt noch. Sind die nämlich günstig. Stacken wir dann und tun auf dem Nebenchar. Die nehmen wir dann auch mit. Weil bei Tigers sind die viel teurer. Ich bin okay, oder wann? Ich muss wechseln. So, ich gehe kurz wechseln. So, gewechselt. Kaufen wir jetzt einfach für den Rest einfach die Drachenraum Eintritte. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So. Kaufen wir das für 100, das ist noch günstig. Auch noch. 40 KK. Ich glaube, die kosten so 80 KK. Das ist ein Wort, je nachdem. Bei uns.
Deswegen passt es. So. Und ich hatte eh noch ein paar. Komm, das kaufen wir auch noch. Ein paar habe ich nämlich schon auf dem anderen Char. Haben wir noch 100. Noch hier 80kk. Ich tu die mal kurz rüber und dann. Kurzer Gott. Wir haben noch eine Rüssi gefunden. Für einen von 70 nehmen wir einfach mit. 15 Blitz. 5 Bonis. Klöpfsteine, aber ist egal. Nur noch 40kk, die können wir irgendwas ausgeben. Ich wollte gerade noch den Rest Drachenraum-Eintritt kaufen. Wo ich wechseln war. Drachenraum-Eintritt. Hallo? Upp, wurde alles rausgekauft. Jo, stabil. So, da haben wir das jetzt noch gekauft. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich am Rad. Drehen wir die 200 DR da weg. Gucken wir mal. Das haben wir erstmal rüber. Packen wir auch irgendwo dann hin. Mit KK, mal gucken, ob wir da irgendwas noch kriegen. Ja, hier ist ja das ganze Crap, was hier alles hatte. Schmeiß ich gleich alles weg. Kannst ja nichts mehr mit anfangen. Und ja, dann sind wir uns jetzt sofort beim Rad. So, sind wir auf Tigerhaus. Dann gucken wir mal. Rad des Jubiläums. Drehen wir einfach mal ein bisschen die 200 DR weg. So, keine Ahnung, ich hätte die Armbänder rausholen sollen. Habe ich voll verpeilt, dass ich die noch drin habe. Aber ja, machst du nix. Jetzt einfach unnötig 15 Mann ausgegeben. Oh, eine rosa Drache. Okay, dann sind wir mit. Frage ist, ob wir jetzt auf zweite kommen. Mir wäre am liebsten hier 15 Tage gering. Da wird mir vollkommen reichen. Schauen wir mal. Okay, grüne Drachenbohne. Oh, 3 Tage gering. Würde ich auch mitnehmen. Habt eh nicht. Schon wieder ein Schlüssel. Weiter. Ja, hier wäre am liebsten Autopod, aber der will doch in die zweite, der baitet doch wieder komplett rein hier. Wenn er jetzt noch einen Schlüssel gibt. Na, no, bitte nicht. Er gibt ihn. Nee, doch nicht. Das wäre jetzt krass gewesen. Da hätten wir nur zweimal drehen können. Oder wir drehen die einfach komplett in der ersten einfach weg. Ich meine, 17 DR kannst du auch 15 Tage, habe ich beim Sura bekommen. Einmal gedreht, ja, ich dachte schon. Einmal gedreht, einfach 15 Tage Ring beim Sura gehabt. Schade, dass man keine DM dafür bekommt, aber machst du nix. Und doch nicht. Okay, des Mondes. Ertrag gering vielleicht. Nee. Jawohl, wir können einmal drehen. Sollen wir einmal drehen, riskieren? Sollen wir riskieren einmal. Oder haben wir genau einmal, komm, 66, bumm. Jawohl, nix dabei. Jawohl, Söldner-Lizenz, weil wir das auch brauchen. So, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt gleich nochmal auf den Zura. Ich mache da ein bisschen was parat. Ich fange gerade schon an, ein bisschen aufzuräumen. Schmeißen wir gleich mal alles auf den Boden. Gucken wir uns, sehen wir uns gleich. Ja, so Leute, und zwar, ich habe jetzt mal ein bisschen aufgeräumt, ja, wird ein bisschen knapp, ich muss mal gucken, was ich auf dem anderen Char dann rüber tue, auf dem zweiten Char. Also hier, das muss noch rüber komplett, das hier, na, das nicht, aber das Pad noch, das muss ich gleich auch noch, und muss ich noch einen Pretin-Happen kaufen, wo das dann stirbt. Teleringe werde ich mal schauen, ja, Sigis lasse ich hier wahrscheinlich, stimmt, hier waren noch, Lager habe ich jetzt mal ausgemistet, und die nehmen wir noch mit. 5 Tage, 30, 30, 30, so ist alles weg, da müssen wir mal schauen, also so wird das jetzt dann aussehen. Habt ihr ja schon im vorherigen Video was das, gesehen, was so Sachen sind. Schmuckschatulle habe ich jetzt rausgeholt, Welpenbox-Truhen, Mann für Waffenskin, gewonnene Schlüssel denke ich nämlich auch mit, tue ich auf 2 Char drauf und halt das Equip, ich werde hier wahrscheinlich das ganze Equip drauf tun und auf dem 2 Char werde ich dann halt das Rest drauf tun. Naja, wenn wir mal schauen, ja, das war's dann mit dem Video, das war's mit Polaris, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ihr lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Abo auf kostenfreie Basis, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf Tigerhaus wieder. Wenn ihr nicht auf Tigerhaus zockt, würde mich trotzdem freuen, wenn ihr Video schaut. Und ja, dann war's das mit Polaris. Bye, bye. Also, bis dann, euer Exo. Ciao, ciao. Macht's gut.